Moinsen. In diesem Video ist heute Thema Körperfett. Ja, wie kann man am besten sein Körperfett reduzieren? Also Jungs, das Wichtigste und Regel Nummer 1 ist die Diät, ist die Ernährung. Leute, es bringt euch wirklich nichts, wenn ihr unsauber frisst, euch immer durchcheatet und nicht mal ehrlich zu euch selber seid. Weil wisst ihr, ganz wichtig in einer Diät ist die Ehrlichkeit zu sich selber. Das heißt, wenn es ansteht, keine Kohlenhydrate wirklich und kein verfluchtes Fett oder so, Fette wie ungesunde Fettsäuren, dann steht es auch nicht an, dann kommt ihr auch nicht weiter, wisst ihr? Weißt du, ich werde ziemlich oft gefragt, was isst du denn? Wovon isst du denn in der Diät? Leute, ich bin gerade hier in der Wettkampfvorbereitung und das Einzige, was ich gerade esse, ist Eier, Fisch und Fleisch. Leute, so hart es auch klingt, aber da muss man durch. Leute, wenn man was schaffen will, muss man das einfach durchziehen. Da gibt es kein, vielleicht mache ich das, ja, dann mache ich mal eine Woche nicht. Leute, ihr müsst da ran, ihr müsst es durchziehen. Weißt du, eine Diät ist halt hart, aber man sieht auch dementsprechend geil aus und die Erfolge motivieren einen auch weiterzumachen. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper und der Stoffwechsel daran und dann habt ihr wieder Power beim Training, auch wenn ihr keine Kohlenhydrate habt. Weißt du, und dann ballert ihr euch vielleicht auch mal einen Booster rein. Das ist kein Problem, Leute. Aber ganz wichtig ist die Ernährung. Wirklich. Ich mache wirklich gerade im Moment die ketogene Diät seit 3 Tagen und ich merke selber, wie mein Körper darauf reagiert. Momentanes Training, also ich schaffe gar nicht mehr meine Topleistungen. Kreuzheben bin ich nur noch bei 180 von 250 Kilo. Bankdrücken 150 habe ich nicht mehr geschafft. Ich schaffe gerade mal die 100, 120. Aber ich weiß, ich habe das schon oft gemacht und ich weiß, mein Körper gewöhnt sich nach einer Zeit daran und dann bekomme ich wieder die Power. Und sehen dementsprechend wieder viel geiler aus. Mein Körperfett war, wo ich angefangen habe, bei 9 und 9 bis 10 ungefähr. Und mein Ziel ist es, bis zum Wettkampf unter 4 zu kommen, Leute. Und ich weiß, ich schaffe das. Momentan mache ich noch kein Cardio, das kommt später. Aber mein Training ist immer noch wirklich High Intensity, wirklich mit vollen Gewichten, damit die Muskelmasse bleibt, ballere ich mir noch so viel wie es geht an Gewichten rein. Und BCAAs natürlich auch ganz wichtig. Muskelerhalt in der Diät braucht ihr auf jeden Fall so viel wie es geht. BCAAs, wirklich wichtigstes Supplement in der Diät mit Omega-3-Fettsäuren. Das braucht ihr einfach. Ihr braucht die gesunden Fettsäuren mit dem Protein, wenn ihr eine Diät ohne Kohlenhydrate macht. Das ist ganz wichtig, Leute. Weil die meisten Leute, was ich nicht verstehe, die machen wirklich die Ernährung richtig gut und supplementieren dann Maltodextrin. Das, Leute, Maltodextrin ist pure Laktose, das ist purer Zucker, das bringt euch nichts. Ihr müsst wirklich auch gucken, dass ihr auf Kreatin verzichtet, weil es zieht Wasser. Es ist einfach, Leute, die sagen, es zieht kein Wasser. Leute, es zieht Wasser, es ist einfach Fakt. Was haben wir noch? So Sachen wie Maltodextrin, was da überall in vielen Supplements drin ist. Leute, guckt euch die Supplements an und guckt, was zu euch passt. Ihr braucht nur euer Protein, BCA und Glutamin und Aminos. Und natürlich auch noch Omega-3-Fettsäuren. Mehr braucht ihr in einer ketogenen Diät nicht. Und natürlich auch einen Booster, damit ihr auch gepusht werdet, wenn es an Tagen gar nicht geht, Leute. Aber mehr braucht ihr nicht. Dieses ganze Marketing-Scheiße wie Hardgainer. Weil, Leute, wollt ihr hässlich aussehen? Wollt ihr sowas supplementieren und wollt ihr hässlich aussehen? Ihr bezahlt dafür Geld, damit ihr hässlich aussieht. Leute, das ist einfach so Quatsch, solche Supplements. Und das kann ich einfach nicht verstehen, warum es Leute eigentlich machen. Deswegen möchte ich euch jetzt auch aufklären. Wirklich, Ernährung, erste Stelle, Training, zweite Stelle und dritte Stelle ist das Kraftausdauer. Leute, Cardio-Training. Baut, das könnt ihr so, wenn ihr in der zweiten bis dritten Woche in der Diät seid und wirklich auch alles gut läuft, ihr habt euch das so vorgenommen und ihr habt das auch durchgezogen, dann ballert ihr euch noch 45 bis 30 Minuten Cardio rein. Wirklich, Leute, es ist so hart, es ist wirklich so hart, dass der Sport, der geht an die Grenzen. Wirklich, du gehst an deine Grenzen, aber weißt, nach jedem Training und nach jedem Cardio-Training und nach jeder Diät
ihr seht die Erfolge, wisst ihr, und dann könnt ihr wirklich, wenn ihr bis zum Tag X dahin gearbeitet habt und dann es geschafft habt, wirklich euer Körperfett niedrig zu halten und wirklich in Shape seid, richtig ripped, shredded seid, Leute, das ist doch ein viel schöneres Gefühl, als zu sagen, ja, ich wiege meine 90 Kilo, aber hab 20% Körperfett, Leute. Ich bitte euch, so sieht einer aus, der nicht trainiert. Leute, es ist einfach so eine Sache der Form. Es hat nichts mit irgendwie Kilos zu tun. Die Optik zählt. Die Optik. Und ganz wichtig, wenn man kann High-Carb-Diäten machen, man kann Low-Fat-Diäten machen, man kann Low-Carb, man kann Keto gehen, man kann alles machen. Aber wirklich, welche Diät bei mir persönlich anschlägt. Und das ist immer die Sache, wie jeder Macher hat seinen eigenen Weg. Ich möchte euch nur sagen, wie es bei mir hilft, wie ich es alles mache. Ich ernähre mich das ganze Jahr über Low-Carb-mäßig, wirklich. Ich esse 200 Gramm Kohlenhydrate und 300 Gramm Eiweiß. Und meine Fette sind eigentlich einigermaßen. Leute, so ernähre ich mich das ganze Jahr über. Ich muss nicht jede Nahrung jetzt aufzählen, Leute. Das könnt ihr euch doch selber denken. Aber wirklich, wenn ihr wirklich in Shape kommen wollt, dann ketogene Diät ballert bei mir. Probiert's aus, Leute. Wenn es nicht hilft, dann macht es so, wie ihr es am besten könnt. Aber wirklich, probiert es aus. Es ist wirklich die härteste Diät. Und ganz wichtig ist natürlich, Leute, ihr müsst das durchziehen. Es bringt nichts, wenn ihr aufhört, anfängt. Zieht es durch. Ihr werdet sehen, ihr macht eure Erfolge. Und ja, Kraftausdauer wirklich auch wichtig. Und das war's auch schon wirklich zum Video. Ich leg's euch bitte nur ans Herz. Zieht es durch, macht es doch einfach. Ihr werdet sehen, ihr werdet dementsprechend gute Erfolge bekommen. Aber ganz wichtig, worum ich euch jetzt nochmal bitte ist, diese Diät wirklich, das kann auch gefährlich werden, Leute. Das könnt ihr nicht das ganze Jahr über machen. Das hält der Körper einfach körperlich und physisch nicht aus, Leute. Macht es bis zu einem gewissen Tag, zum Beispiel, wenn ihr auf die Bühne wollt, Leute, zieht es bis dahin durch und ihr werdet sehen, ihr habt die geilsten Erfolge. Ihr seht so geil aus und danach könnt ihr sagen, ich habe es durchgezogen, ich weiß, wie es geht, ich kann es immer wieder machen, Leute, ne? Und wirklich, zieht es durch. Das war's auch schon von mir. Das nächste Video kommt bald online, das ist ein Trainingsvideo, mein Brusttraining, da wurde ich auch ziemlich oft gefragt. Ah! Wie kriegst du so eine massive, breite Brust? Ihr werdet sehen, ich habe meine Lieblingsübungen mit eingebaut. Damit könnt ihr nur Erfolge machen. Leute, macht euch fit. Boom.